war schon ein sehr außergewöhnliches Erlebnis, weil man bislang noch nicht jeden Tag erleben durfte und deswegen hat man es trotz der Niederlage dennoch genossen, gestern auf dem Platz stehen zu dürfen. Wir sind ja heute hier auch um das neue Trikot vorzustellen. Hast du gestern ein Trikot getauscht? Möchtest du gerne Ronaldo vielleicht? Nein, mit ihm leider nicht. Ich habe mir Pepe rausgekriegt. Und oh, nicht schlecht. Das war gut. Cool. Nein, ganz neu in Berlin und dann gleich zum Spiel gegen Real. Ich glaube, es hat Spaß gemacht, oder? Ja, natürlich hat Spaß gemacht. Ich meine, wir gehen auch die Heimer Geistert immer im Fernsehen und spielen gleich auf der FIFA mit denen. Ja, es war einfach riesen Spaß, sich auch mal mit denen zu messen und ich denke, wir haben da auch wirklich zeitweise gut Glück gehalten. Ja, ich freue mich auf die Saison und wir werden alles dafür geben, dass wir gut abstimmen. Euer Trainer Markus Babbel hat gesagt, so ein bisschen seid ihr während des Spiels manchmal eine Schockstarre verfallen. Ist das so, dass man dann doch, auch wenn man ein gestandener Bundesliga-Profi, noch mal ein bisschen nervös wird, wenn dann da so ein Millionenmann für Cristiano Ronaldo voransteht? Also ich muss ehrlich gestehen, dass ich vor dem Spiel ehrlich ein bisschen nervös war. Aber weil es mein erstes Spiel auf der Hertha von tollen Fans und ja, und dann natürlich auch, weil wir die Weltstars waren und ja, man kennt das ja nur, wir sehen die auch nur im Fernsehen und ja, von daher ist das schon toll. War eine tolle Kulisse und Max Franz, für dich war es ganz bitter, dass du nicht mehr dabei sein konntest mit einer Oberschenkelverletzung. Wie geht's dir, wann bist du wieder fit? Ja, soweit geht's ganz gut, also ich werde jetzt noch ein, zwei Tage ein bisschen ruhiger machen und dann kann ich am Montag wieder voll einsteigen. Ja, ist ärgerlich, war echt schade. Meine Tribüne aus war es auch ganz nett anzusehen, aber dann auf dem Platz zu stehen, wenn das Stadion ausverkauft ist, dann nochmal gegen so eine Mannschaft spielen zu dürfen, wäre ganz nett gewesen. Aber so wird es dann halt der übernächste Samstag dann gegen Nürnberg, wenn wir dann die drei Punkte holen.